sind vielleicht etwa drei Dinge. Das erste ist, dass Drucker immer die Welt ganz anders gesehen hat. Er hat dieselben Daten gehabt. Er hat ja nie ein Forschungspool gehabt oder Team. Er hat allein gearbeitet. Er hat nicht mal eine Sekretärin gehabt oder nur temporär. Keine Mitarbeiter, nichts. Der Mann hat daher, das ist eben eines der, das was mir sehr bemerkenswert erscheint, der Mann hat im Grunde genommen ohne Mittel Fantastisches geleistet. Es ist einfach auch nicht wahr, dass immer mehr Geld zu besseren Ergebnissen in der Forschung führt. Manchmal ja, manchmal nein. Drucker hat dieselben Daten gehabt wie alle anderen, aber hat sie anders gedeutet. Was bedeuten diese Daten? Nicht? Das ist übrigens derselbe Effekt wie bei Kopernikus. Er hat auch keine anderen Daten gehabt. Er hat gesagt, ja, die Welt, scheinbar ist das so und so, aber was bedeutet das denn? Und hat das Weltbild revolutioniert. Das sind die Effekte. Also, und durch dieses neue Deuten hat er Strömungen gesehen, Entwicklungen in der Gesellschaft, Veränderungen, die andere einfach noch nicht einmal gesehen haben, als sie schon da waren. Das ist eines. Und man kann bis zu einem gewissen Grad lernen, die Welt so zu sehen, wie Peter Drucker sie gesehen hat. Aber natürlich jetzt umgemünzt ins 21. Jahrhundert, das ist ja etwas, was er in vielen Gesprächen mir aufgetragen hat. Er war sehr bescheiden in dem Punkt, er hat gesagt, ich habe das Management für das 20. Jahrhundert entwickelt und hinausgeschaut ins 21. Aber das Management des 21. das sollten Sie entwickeln, das war eine unserer, hat er auch schriftlich. Also nicht, dass ich da was erfinde, ist schriftlich. Das ist das eine. Das zweite ist, er hat dafür für die Bewältigung dieser Transformationen, die vor sich gehen, Lösungen entwickelt, die auf dem Gebiet der Gesellschaftssysteme sind, Strategien, würde man sagen, in Gesellschaft und Wirtschaft, Strukturvorschläge entwickelt. Nicht alle sind für das 21. Jahrhundert geeignet, sondern für das 20. Jahrhundert sehr geeignet. Und was wichtig ist, ist diese mittlere Ebene, also das Sehen der großen Bögen, dann die Lösungen auf der mittleren Ebene. Und dann war er sich eben nie zu gut, auch auf die scheinbaren Banalitäten des täglichen Arbeitens zu schauen, was ja an den meisten Universitäten, man ist sich ein bisschen zu nobel, das zu tun, es scheint nicht universitätswürdig zu sein, nämlich beispielsweise die persönliche Arbeitsmethodik von Menschen. Wie mache ich mich selber wirksam? Wie sieht eine wirklich effiziente Sitzung aus? Wie muss ich die Agenda, diese herrichten oder gestalten, damit sie die Sitzung wirksam sein kann? Diese scheinbaren Banalitäten, nicht was Sitzung, was soll denn das, nicht wahr? Eminent wichtig um die PS. Wenn ich eben sage, es kommt, es ist das Formel-1-Rennen zu fahren und ich habe den tollen Wagen, wie bringe ich jetzt die PS auf die Straße? Auch die besten Führungskräfte brauchen die richtigen Systeme, so wie der beste Formel-1-Fahrer ein System, nicht nur das beste Auto braucht, sondern eine Boxenmannschaft und vieles, vieles andere. Allein da der weiße Ritter, der mit Charisma durch die Welt gegen Sonnenauf- oder Untergang reitet, das ist längst, längst vorbei. Und vieles von dem hat Drucker gesehen. Ein Beispiel, was die Studenten betrifft, ich habe viele Prüfungen in meinem Leben abgenommen, in meinem Fach, und ich habe bei Studenten, die ich durchfallen lassen musste, was ich nie gern getan habe, logischerweise, war es nie ein Mangel an Intelligenz. Nie. Es war immer ein Mangel an rechtzeitigem Erlernen einer persönlichen Lern- und Arbeitsmethodik. Ganz banale Dinge. Einen Meter Stoff so einzuteilen, dass er zwei-, dreimal durchgearbeitet werden kann vor der Prüfung. Und das beginnt mit einer Banalität. Vielleicht ist alles nicht wichtig für Sie, oder ich weiß nicht. Ist eben banal, wenn man so will. Überhaupt sich zu fragen, wie viel kann ich denn pro Tag bewältigen? Ich kenne nur ganz wenige Menschen und ich bin auch erst spät drauf gekommen, zu fragen, wie viel Seiten kannst du eigentlich pro Stunde so lesen, dass du sie verstanden hast, in einem üblichen Buch unseres Faches? Ich? Nein, ich sage nur, diese Frage, sehen Sie, die Menschen, die Studenten achten nicht darauf, ich habe auch nicht darauf geachtet. Ich bin da ziemlich fortgeschrittenen Alters gewesen, bis ich gesagt habe, hey, wenn du ein Knowledge Worker bist, das ist ja eines der Stichwörter, mit Wissen arbeitest, ja, wie ist da eigentlich deine Produktivität und wie könnte ich sie in Erfahrung bringen? Sehen Sie, wie wir Joghurt herstellen, da kennen wir die Produktivitäten. Aber in der Aufnahme von Wissen und Reproduktion und Neuproduktion, da stehen wir am Anfang.
Genügt Ihnen oder ist es genug Munition drin für Sie? Ja, wenn Sie noch was haben, was Sie gerne sagen würden, dann. Nee, ich denke, das war dazu ganz okay. Ja, ich denke auch, vielen Dank. Vielleicht eines, ja, bitte. Was die Lösung betrifft. Ich habe gesagt, zweimal so gut funktionieren mit der Hälfte des Geldes. Lösungen, die aus Systemwissenschaften, Kybernetik, Bionik und diesen Richtungen kommen, eben in der Technik, auch in der Hochleistungsmedizin ja angewandt sind, in der Satellitennavigation. Man steuert Schiffe heute nicht mehr mit dem Sextanten, man steuert sie mit Satellitennavigation. Das führt dazu, dass Unternehmungen zwischen dem 10- und 100-fachen beschleunigt werden, was also früher Monate und Monate an langatmigen, mühsamen Sitzungen erfordert hat und Workshops und was wir alles haben, das kann man heute an 3,5 Tagen an einem Wochenende machen. Und buchstäblich nicht, also das ist nicht eine Metapher. Und wir können mit diesen Methoden die Wirksamkeit des Teams, das ja an sich sehr schlagkräftig ist, aber halt heute nicht mehr genügt, um das 80-fache verstärken, also das sind eben dann etwa Buschtrommel versus Handy. Sind vielleicht noch ein einfach paar Parameter. Andere Organisationsstrukturen, wie ich abläufe. Vollkommen neue Formen des Problemlösens, der Entscheidungsfindung, der Konsensbildung, beruhend auf Informations- und Wissensnutzung. Eine ganz andere Art der Umsetzung, wie man also die PS auf die Straße bringt. Das sind so die Wege im Wesentlichen.